Ich begrüße euch wieder auf Nige TV. Das Thema: Wie kann ich mein Leben verändern? Wir versuchen es auf sehr viele Art und Weise, unser Leben zu verändern. Wir lösen die bestehende Partnerschaft auf. Wir ziehen uns anders an. Wir gehen zum Modeberater, Farbberater. Wir gehen zu einem Therapeuten. Wir gehen hierhin, wir gehen dahin. Aber unterm Strich haben wir nur die Tapeten neu angemalt in unserer alten Wohnung. Ich biete hier ein Konzept, wie man mit Spaß und Freude, aber auch mit Tiefsinn, sein Leben verändern kann. Ich biete seit über 20 Jahren Familienstellen an und Seminare, Tagesseminare, Kurzzeitseminare. Und hierdurch kommen wir in ein Energiefeld, was uns mit Freude und Spaß, manchmal aber auch mit sehr viel Tränen und Leid, unser wirkliches Dasein zeigt in der Aufstellung, wie wir eigentlich versuchen zu kämpfen, um zu verändern, aber mit einem minimalen Effekt. Familienaufstellungen, ich zeige auch einige Bilder nachher, machen es möglich, die inneren Programme, das Unbewusste, was uns lenkt. Wir haben 5% Bewusstsein und 95% Unbewusstsein. Und das Unbewusstsein, das lenkt uns jeden Tag. Und wir müssen genau auf diese Ebene des Unterbewusstseins eintreten, um da die Programme zu verändern. Wenn wir das schaffen, und das schaffen wir mit Familienstellen, es gibt auch andere Varianten, die es schaffen, aber die meisten haben einen höheren Aufwand, brauchen sehr viel länger Zeit, brauchen sehr viel Belesenheit, wo man oft nicht immer sich sicher sein kann. Ist es jetzt mein Ego, was es möchte, oder ist es mein wirklich wahres Ich? Beim Familienstellen in den Aufstellungen sehen wir immer, ist es mein Ich oder ist es mein Ego? Und daher haben wir eine gute Form und ein sichtbares Programm, unser Leben zu verändern. Wir sehen es nicht nur in den Aufstellungen, wir sehen es auch nachher in unserem Leben, an unserem inneren Gefühl im Herzen. Und das Schöne dabei ist, viele Menschen, die wir haben, Freunde, Bekannte, die uns begleiten, die werden nach einer Weile sagen, Mensch, du hast dich verändert. Du bist ganz anders drauf als vorher. Und die meisten Menschen, die haben ja eigentlich nur Angst vor ihrer eigenen Veränderung. Wenn ich mich verändere, könntest du mich und du mich und du mich nicht mehr leiden mögen. Also suche ich jetzt eine Sparflamme oder eine Sparformation, wo mich alle leiden mögen und wo ich mich verändern kann. Wenn ich aber den Ernst nicht erblicke und den Ernst nicht annehme, viele Menschen kommen in unser Leben und gehen in unser Leben. Nur die wirklichen wahren Freunde bleiben in unser Leben. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir an alle Freunde, die wir haben, festhalten, werden wir nie was Neues schaffen können. Es wird sich nur ein Kern herauskristallisieren, der bleibt. Aber ich verspreche dir, du wirst viele neue Freunde kennenlernen. Und dein Leben wird sich so bereichern, wie du es nicht für möglich gehalten hast. Aus meiner langjährigen Erfahrung kann ich dir sagen, dass es so viele schöne Dinge gibt in deinem Leben, die du heute noch nicht bewusst nimmst, wo du zu deiner eigenen wahren Persönlichkeit kommst, wer du wirklich bist, wer du sein möchtest, nicht der du jetzt in diesem Moment bist. Das darfst du nicht vergessen. Und dazu lade ich dich ein. Ich gebe hier auch nicht jetzt bekannt das Seminar an diesem oder an jenem, sondern es ist ein Video, was man sich immer anschauen kann. Ich bin da und ich freue mich auf euch. Hört euch dieses Video genau an, schaut in euer Leben hinein. Lasst euch von diesen Eindrücken, die ich euch hier so gebe, mal berieseln. Schlaft eine Nacht drüber oder auch zwei. Und habt das Vertrauen. Die Welt geht weiter. Das Schöne dabei ist, deine Sehnsucht wird sich auch in der Zeit nicht auflösen. Deine Sehnsucht wird sich nur dann auflösen, wenn du beginnst damit zu arbeiten. Was ist meine Sehnsucht wirklich? Und so ein schönes
einen schönen Satz aus einem Lied. Die Zeit, die du lebst, tankt nur dein Gesicht, nicht deine Seele. Deine Seele ist endlos. Mit diesem Schlusswort verbleibe ich, euer Robert Gerhard, und freue mich aufs nächste Mal. Und wenn ihr möchtet, macht einen Daumen hoch oder einen Daumen runter oder wie auch immer. Schreibt einen Kommentar, ich freue mich auf euch. Bis dato verbleibe ich, euer Robert Gerhard.